Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch einen amerikanischen Klassiker vorstellen, zwar Mac and Cheese, aber eben nicht in der Nudelvariante in der Schüssel, sondern in der Waffel. Und zwar im Opti-Grill mit den Waffelplatten. Das klappt wirklich super. Ein ganz tolles Rezept, herzhaft so ein Party-Snack, mal was für zwischendurch. Also echt eine coole Sache, schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alles, was ich brauche, habe ich wieder rausgelegt. Wir brauchen Macaroni oder Ellbogennudeln, wenn ihr sie kriegt, Mehl, ein bisschen Buttermilch. Außerdem brauchen wir Cheddar, Butter, hier zwei Eier für diese Menge. Dann brauchen wir ein bisschen Backpulver, Pfeffer und Salz und zum Garnieren später Frühlingszwiebeln. Und das war es auch schon an Zutaten. Auf geht's! Ja, zunächst mal Wasser erhitzen, zum Kochen bringen, dann ordentlich Salz dazu und dann geben wir unsere Macaroni oder eure Elbow-Nudels, wenn ihr sie bekommt, in das heiße Wasser nach Packungsanweisung garen. Dann bereiten wir vor hier, das ist ja wirklich übersichtlich, die Frühlingszwiebeln, die mache ich vorher sauber, wasche sie und schneide sie in kleine Röllchen und das war es auch schon hier an großartigen Vorbereitungshandlungen. Jetzt machen wir unseren Teig, zwei Eier, die ich hier in die Schüssel schlage und als erstes mische ich hier meine Eier mit dem Pfeffer. Ich habe da nicht alles genommen, das reicht auch. Könnt ihr auch nachwürzen, wenn ihr mögt. Und dann verquirle ich die Eier. Das könnt ihr natürlich auch in der Küchenmaschine machen, dann geht es ein bisschen schneller. Jetzt gebe ich die Buttermilch dazu. Alles schön rühren, bis wir einen homogenen Teig haben. Dann kommt die geschmolzene Butter dazu. Die habe ich vorher in der Mikrowelle geschmolzen. Könnt ihr auch im Herd machen, vorsichtig. Und gebe die jetzt hier zur Eiermasse, verrühre das Ganze. Dann mische ich, das könnt ihr auch vorher machen, wenn ihr mögt, Mehl und Backpulver zunächst mal. Richtig gut vermischen. Und wenn ich beides gut vermischt habe, dann gebe ich löffelweise erstmal vorsichtig die Mehl-Backpulver-Mischung in meine Eiermasse und verrühre das immer schön, damit sich das Ganze gut verbindet. Immer Stück für Stück. Wie gesagt, in der Küchenmaschine, wenn ihr wollt, geht es wahrscheinlich einfacher und schneller, aber mit der Hand geht es auch. Und dann rühre ich so lange, bis ich eine schöne cremige Konsistenz habe. Aber ihr seht gleich, da sind immer so ein paar Klumpen, deswegen 10 Minuten ruhen lassen. Und nach 10 Minuten sieht man, da seht ihr so, da ploppt jetzt noch Mehl auf, da gibt es noch mal kleine Klümpchen. Und die verrühren wir jetzt auch noch so lange, bis wir einen glatten Teig haben, bis wir eben Eier und Mehl gut verbunden haben. Und das war's auch dann schon. Dann geht's weiter. Die inzwischen gekochten und abgekühlten Macaroni kommen jetzt in die Eiermasse. Das Ganze ist ja wirklich einfach. Und wieder mischen, mischen, mischen. Ja, wenn wir alles gut durchgemischt haben, hier Nudeln und Eiermasse, dann kommt als nächstes der Käse noch dazu. Und auch hier wieder mischen, mischen, mischen. Ja, wenn wir alles gut durchgemischt haben, dann sind wir mit der Vorbereitung unserer Mac and Cheese Waffelmasse auch fertig. Ne, ihr seht, der geht jetzt richtig schwer vom Löffel hier, der Teig. Das soll auch so sein, also relativ fest sein. Und dann können wir auch an Opti-Grill gehen. Denkt dran, beim Opti-Grill mit den Waffelplatten kommt ja so ein Ständer. Den müsst ihr montieren. Wie das geht, zeige ich euch. Ich blende euch gleich oben rechts das Unboxing ein, damit der Opti-Grill waagerecht steht. Ne? Das ist also wirklich wichtig, also Ständer ausklappen. Und wenn wir das gemacht haben und die Waffelplatten eingesetzt haben, hier anstatt der normalen Platten, dann können wir auch loslegen und den Opti-Grill vorheizen. Bei mir, ich habe hier ein etwas älteres Modell, volle Pulle, also anmachen und ich muss dann, glaube ich, dreimal drücken, bis ich die maximale Temperatur habe hier, ne, rot und dann okay und dann geht es ans Vorheizen, dauert so 12 Minuten und wenn er sich gemeldet hat und fertig ist, dann machen wir weiter. So, ihr seht schon, er qualmt ganz ordentlich hier und jetzt gebe ich ungefähr ein Viertel der Teigmasse hier auf die rechte Hälfte. Also ihr kriegt vier dicke Waffeln raus aus dem Teig, aus der Menge. Also hier erstmal ein Viertel auf die rechte Hälfte und wenn wir das gemacht haben mit dem Kunststofflöffel, geht das ganz gut. Dann gebe ich das zweite Viertel auf die andere linke Hälfte und wenn wir die beide bestückt haben, ein bisschen glatt gedrückt, dann können wir die Waffeln backen. Bei mir hat das hier um die 3 Minuten gedauert, müsst ihr zwischendurch mal gucken. Also 3 Minuten reichten schon und dann habt ihr das Ergebnis hier und das riecht auch wirklich lecker.
Und die Waffeln sind dunkel genug. Viel länger würde ich sie nicht drin lassen, sonst wären sie hart. Also das ist hier schon ein leckeres Ergebnis. Damit haben wir die erste Rutsche, die erste Hälfte bereits gebacken. Und jetzt machen wir das gleiche natürlich mit dem anderen Teig. Füllen den ein und auch hier wieder 3 Minuten. Und dann sind wir auch schon durch. Ne, dann seht ihr hier gleiche Ergebnis. Auch das sieht wieder lecker aus. Ja, dann können wir unsere Waffeln rausnehmen und dann können wir auch schon gucken, ob es geklappt hat. Ja, das Ergebnis ist super lecker, es riecht echt schon gut. Und ich habe mir dazu jetzt so ein bisschen Creme Fraiche gemacht und zur Garnitur hier die Frühlingszwiebeln. Und das kann man wundervoll dann zerreißen und dippen. Also so die Waffeln, ein bisschen Creme Fraiche und ein paar Frühlingszwiebeln dazu. Ein super herzhafter Party-Snack oder auch mal für zwischendurch. Geht ja wirklich schnell, habt ihr gesehen, ist echt einfach. Und kommt dem Original, den Mac and Cheese Nudeln in der Schüssel wirklich super, super nah. Also ich denke, meine Mac and Cheese Waffeln im Opti-Grill haben geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.